Ob Löwenzahn, Brennnessel oder Gänseblümchen, im Garten oder am Wegesrand bezeichnen wir diese Gewächse meistens abfällig als Unkraut. Viele Blätter, Sprossen und Blüten dieser Wildkräuter sind aber nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern auch gut für unser Wohlbefinden. Brigitte Bengner, die pflückt und kocht so ziemlich alles, was Wald und Wiesen so hergeben. Wenn Sie sich auch was Gutes tun wollen, dann haben wir jetzt ein paar interessante Anregungen für Sie. Die einen sagen Unkraut, die anderen nennen es Wildkraut. Sie nerven im eigenen Garten, trotzen am Wegesrand und im Wald jedem Wetter. Grüne Überlebenskünstler, vollkommen vernachlässigt auf unserem Speiseplan. Sie haben die optimalen Nährstoffe, Mineralien, Vitamine, Spurenelemente und passen genau da rein, auch in die Jahreszeit, wie wir sie brauchen. Was kaum einer weiß, Wildkräuter bieten im Schnitt die dreifache Menge aller Nährstoffe im Vergleich zu kultivierten Kräutern und Gemüsesorten. Perfekt für eine Frühjahrskur. Die bedienen die Reinigung des Körpers, für die Ausscheidungsorgane, Niere, Blase, Leber, Galle. Gesund und umsonst Grund genug, sich schlau zu machen. Erstens die Brennnessel. Sie ist ganz vorn mit dabei, eine wahre Mineralstoffbombe. Die 17-fache Menge Calcium im Vergleich zum Kopfsalat und dreimal so viel Vitamin C. Antibakteriell, entschlackend. Brigitte Bengner zeigt uns heute, wo es sie gibt und was man daraus machen kann. Brennnesseln pflücke ich total gerne. Erstmal, man erkennt sie immer gleich. Es gibt Unmengen davon, sind sehr, sehr vielseitig einsetzbar in der Küche. Und das Beste ist wirklich, man geht so ein kleines bisschen nach innen rein, da ist es ein bisschen unberührter. Die gute Nachricht, Hunde machen nicht drauf, denn das tut an den Pfoten weh. Apropos, pflücken natürlich nur mit Handschuhen. Am liebsten pflücke ich bei den Brennnesseln nur die Spitzen. Die schmecken etwas feiner, die haben weniger Bitterstoffe und sind auch, das Blatt ist von der Konsistenz einfach etwas feiner. Die großen, dunklen Blätter sind ein bisschen hart und die finde ich besser. Und was man draus machen kann, ist erstaunlich. Also ab in die Küche, Blätter waschen. Die schneide ich jetzt ein bisschen klein und bereite dann einen leckeren Brennnesseltee. Ganz einfach, 3 bis 4 Teelöffel pro Tasse mit kochendem Wasser aufbrühen und 10 Minuten ziehen lassen. Ich kann den als Frühjahrs- und Herbstkur trinken, das heißt 3-mal täglich eine Tasse. Oder ich kann ihn eigentlich auch jeden Tag trinken. Ich mische auch ganz gerne den Tee mit einem Saft, dann habe ich einen gesunden Eistee. Und auch als Gemüse macht Brennnessel einiges her. Aus den restlichen Blättern mache ich jetzt eine Beilage. Das mische ich mit Spinat, bereite das auch zu mit ein bisschen Knoblauch und Schalotten und ein bisschen Sahne, Pfeffer und Salz, also ganz einfach. Und das ist toll zu gegrilltem Fleisch oder gegrilltem Fisch. Blattspinat trifft Brennnessel, egal welches Mischungsverhältnis, denn die beiden schmecken sehr ähnlich. Daher ist auch die Zubereitung die gleiche. Ein bisschen Sahne nimmt die Bitterstoffe und gibt dem Ganzen die milde Note. Riecht köstlich und schmeckt köstlich. Genauso köstlich und auch sehr gesund unser zweites Kraut, der Löwenzahn. Der Löwenzahn ebenfalls blutreinigend. Ihm wird allerdings auch eine cholesterinsenkende Wirkung nachgesagt. Und er ergänzt sich hervorragend in diesen Dingen mit der Brennnessel. Es ist das Kraut, das nahezu überall seinen Weg ins Freie findet. Hier heißt's gut überlegen, wo man ihn nimmt. Keine Hunde, keine Autos. Am besten auf Wiesen, die ausdrücklich hundefrei sind. Oder aus dem eigenen Garten. Da nervt's eh die meisten. Das Tolle am Löwenzahn ist ja, dass man wirklich alles verwenden kann. Die Wurzel, das Grüne und die Blüten. Ich nehme aber heute nur das Grüne und die Blüten. Die Wurzel lasse ich drin. Dann wächst er nächstes Jahr wieder und ich weiß gleich die Stelle, wo ich ihn gefunden habe. Eine wirklich ergiebige Pflanze. Brigittes Lieblingsrezept, ein leckeres Löwenzahnpesto aus dem Grün der Pflanze. Die Zutaten für ein Pesto hat man ja immer im Haus. Das sind halt hier die Löwenzahnblätter aus dem Garten. Parmesankäse, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, Olivenöl. Und es müssen gar nicht immer Pinienkerne sein. Man kann auch mal eine Haselnuss oder Walnüsse. Selbst Mandeln schmecken sehr gut. Das Pasta-Topping aus dem eigenen Garten. Alles zerkleinern, fertig, lecker und gesund. Und aller guten Dinge sind 3. Kommen wir zum Gänseblümchen. Gänseblümchen sind ja nicht nur sehr, sehr hübsch. Man kann sie auch toll in der Küche verwenden. Die Blüten schmecken so ein bisschen nussig und sehen ganz, ganz schön aus, wenn man sie in grünen Salat mit reingibt. Und sind auch sehr, sehr gesund. Die haben viel Vitamin C und wirken blutreinigend.
Vitalstoffe pur, super viel Kalium und jede Menge Bitterstoffe für eine gesunde Darmflora. Und das Schöne, einfacher geht's wirklich nicht. So, und jetzt gibt's noch einen schönen Salat. Da habe ich verschiedene Blattsalate und dazu gebe ich jetzt die Gänseblümchen. Und zwar, ich habe die gepflückt und kurz nach dem Pflücken gehen die schon wieder zu. Dann gebe ich die einfach in ein Schüsselchen mit Wasser und nach öffnen sich die Blüten wieder. Einfach drauf auf den Salat, so wird der zum kleinen Kunstwerk. Noch ein paar Löwenzahnblütenblätter drumherum. Schöne leichte Vinaigrette dazu und fertig ist der gemischte Salat. Brigittes Arbeit ist für heute jedenfalls getan. Zeit für Entspannung, natürlich ganz gesund. Und jetzt trinke ich mir erstmal ein Tässchen Tee.